Ja, hallo liebe Zuschauer. Wir machen jetzt heute das erste Mal, also ist für mich auch Premiere, Landwirt zu Landwirt Interview. Bei mir sitzt der Christoph Sülke. Wir kennen uns schon ja, so knapp über 20 Jahre jetzt mittlerweile vom Studium her und alles. Christoph hat auch damals ja, eine sehr große Rolle, sag ich mal, bei der Auslösung, oder naja, Auslösung ist ein bisschen doof ausgedrückt, also sehr stark bei mir mit ausgelöst, dass ich damals mit der Direktsaat angefangen habe. Und ja, Christoph, am besten stellst dich selber mal vor. Ja, mein Name ist Christoph Sülke. Ich bin 42 Jahre alt, auch Agraringenieur. Wir haben beide zusammen in SUS studiert, haben dadurch so ein bisschen die Direktsaat-Gene mitgekriegt. Das Interesse war immer schon da. Ja, ich habe Großbetriebserfahrung, bewirtschafte jetzt mit meiner Frau zusammen einen Betrieb in der Nähe der Magdeburger Börde. Und die Fragestellung war eigentlich, wie kann man die Kostenstruktur so hinkriegen wie ein Großbetrieb. Da mir dieses Direktsaatgehen schon immer so ein bisschen im Blut lag, habe ich dann probiert, das so umzusetzen, dass man an die Kostenstruktur von Großbetrieben rankommt. Das war eigentlich die Hauptintention bei der ganzen Geschichte. Der Betrieb wurde vorher intensiv mit Bodenbearbeitung bewirtschaftet und das war dadurch eigentlich die Frage, wie man den auf Direktsaat bekommt, ohne ertragliche Einbußen hinnehmen zu müssen oder durch andere Düngergeschichten irgendwie auf die Knie zu fallen. Ich find ja bei dir sehr interessant den Weg, den ihr gegangen seid in dem Betrieb. Weil ich sag mal, der Schwiegervater, der war ja noch sehr, sehr intensiv in der Bodenbearbeitung mit Pflügen, mit Kreiselegge und immer wieder. Und ich finde, du bist einen sehr interessanten Weg gegangen, dass es Jahr zu Jahr immer weniger wurde und dass er jetzt so langsam bei einem ganzen Teil der Flächen schon bei der Direktsaat angekommen ist. Vielleicht erzähl mal selber, wie war da genau dein Weg zur Direktsaat hin? Was waren die Herausforderungen, die Schwierigkeiten? War Erosion zum Beispiel auch mit ein Thema oder nicht? Gab es andere Themen noch mit bei? Ja, die also Erosion haben wir eigentlich mit beiden Arten zu tun, sowohl Winderosion auf leichtem Boden als auch Wassererosion auf schwerem Boden. Das war schon ein Thema. Der Weg Richtung Direktsaat war nicht ganz so einfach. Ich bin den Weg über Strip-Till gegangen, ganz einfach zur Risikominimierung. Strip-Till vereint, ich sag mal, die Vorteile der Direktsaat mit der Bodenverarbeitung. Man hat alles Organische oben drauf liegen. Es ist aber nicht so, dass die Lockerung bzw. die Startbedingungen für das Korn schlecht sind, weil unter dem Schlitz immer ein bisschen gelockert wird. Ich sehe das als Übergangstechnologie. Also auf meinen Böden, ich habe eigentlich alles außer Gleiböden, waren eigentlich alle Böden nach 4 Jahren direkt saattauglich. Strip-Till hat das eigentlich ermöglicht ohne Ertragseinbußen. Das wäre, denke ich mal, schwieriger geworden, wenn man direkt auf Direktsaat umgestellt hätte, weil das Bodenleben ganz einfach noch nicht da war. So, und dadurch war das Strip-Till eigentlich der sicherste Weg und das geringste Risiko. Ja, du hast ja quasi dadurch, dass du halt am Anfang den Schlitz machst, hast du innerhalb dieses Schlitzes weiter deine Mineralisierung. Genau. Die ganze Anfangsentwicklung, die läuft gut, dass die Pflanzen überhaupt erstmal in Gange kommen, wo ja sonst die Direktsaat gerade in den ersten paar Jahren wirklich so ein Gap hat, wo man ja auch so ein bisschen, genau, mit Unterfußdüngung so ein bisschen gegenhalten kann. Und der restliche Boden, der kann sich aber in der Zeit ja schon mal vorbereiten, schon mal die Biologie aufbauen. Genau. Und ja, wie gesagt, weil wir haben da ja so ein bisschen wirklich bei dir diese Extreme von, was ich ja gesagt habe, Kreiselegge und, ja, zu, sag mal, jetzt wirklich langsam mit der Direktsaat. Und vielleicht erzählst du noch mal kurz was zu deinen Böden, weil das schwankt ja so massiv bei euch. Da ist ja irgendwo alles dabei. Ne? Wir haben eigentlich, wie gesagt, alle Böden bis auf Glei. Das geht los mit 25er Sand.
Weiße Tonböden oder Kuppen sind das viel mehr. Das ist nicht großflächig, bis hin zu Börde, wo man eigentlich nur das Aussehen nicht vergessen sollte. Das ist wirklich so. Also die Bördeböden sind auch am leichtesten umzustellen. Das geht am schnellsten mit der Bodenbiologie. Die Sandböden sind biologisch, denke ich, träger. Also die brauchen ein bisschen länger. Aber so nach 4 Jahren geht das auch problemlos eigentlich. Vorteil bei uns ist auch, wir haben einen hohen Anteil organische Düngung und das pusht das System auch nochmal in die richtige Richtung. Das ist schon mal interessant, die Aussage, weil da sieht man auch wieder, dass es überall anders ist. Weil ich hatte gestern hier mit dem Thomas Sander noch ziemlich lange telefoniert und er sagte zum Beispiel, ja, bei ihm hier war es so, die Sandböden gingen sehr schnell. Und die schweren Böden, sagt er so teilweise, es kommt drauf an, wie sie sind. Ne? Mhm. Und deshalb ist es ja auch jetzt gerade interessant, dass wir jetzt hier viele Gespräche machen werden mit vielen Landwirten. Und ne, bei dem einen ist dies, bei dem anderen ist das. Dann haben die Zuschauer ein bisschen eine Idee, wo sie drauf gucken müssen. Die ganzen weiteren Themen, seit wann machst du jetzt Kinsey oder vorher Unterfrauna? Seit wann bist du in der Direktsaat drin? Seit wann Striptill, wann waren so die Übergangsschritte? Wir haben 2014 die erste Aussaat gemacht in Striptill, eine englische Striptill-Maschine. 2018 die ersten oder die erste großflächige Direktsaat, auch mit einer Zinkenmaschine. Das ging auch einwandfrei, aber wir haben uns da wirklich ausgeguckt, wie sind die Böden. Sind die Böden direktsaattauglich. Alles, was so ein bisschen fraglich war, haben wir weiter in Direktsaat gemacht. Die gehen mittlerweile auch einwandfrei in Direktsaat. Die Striptill-Maschine ist noch da, die nehmen wir nur noch, für schwierige Bedingungen nach Zuckerrüben oder wenn mal irgendwie Flächen dazukommen, das funktioniert in Direktsaat nicht sofort. Das ist meine Lebensversicherung. Ja, seit 2019 ging es in die großflächige Direktsaat und eigentlich 21 Aussaat komplett in Direktsaat. Außer nach Rüben, da lief die Striptill-Maschine nochmal, aber das ist unter 5% der Fläche. Du bist auch mit der Striptill-Maschine, hast du mir glaube ich mal erzählt, von Jahr zu Jahr so immer flacher. Ne? Genau. Bis irgendwann eigentlich gar nicht mehr so viel überblieb. Ne? Genau, wir haben angefangen relativ intensiv zu arbeiten. 15 bis 18 cm Lockerungstiefe und die Aussaat ganz normal in 3 cm. Man konnte eigentlich nach dem ersten, zweiten Jahr schon sehen, dass an der Bodenbiologie viel passiert. Dann haben wir als erstes die Lockerungsflügel abgenommen von den Lockerungszinken. Das hat 2 bis 3 Liter Sprit eingespart und die Bodenbiologie eigentlich noch weiter gepusht. Also je weiter man die Bearbeitung runterfährt, langsam, desto besser wird eigentlich der Boden. Das ist so. Und das auch auf allen Bodenarten, die du bei dir hast. Ja, auf allen Bodenarten. Also die Bearbeitungsintensität wurde gleichmäßig runtergefahren. Wir haben da nicht in der Saison irgendwas umgeschraubt. Aber die biologische Aktivität hat bei mir auf den langsamen Böden ein bisschen länger gedauert. Ich vermute ganz einfach, weil auf den Böden die Naturalerträge fehlen, im Gegensatz zu Bördeboden. Und durch die geringeren Erträge kommt geringere Biomasse zustande. Ich denke, das war ein Auslöser. So, zudem konnten wir in den Umstellungsjahren auch nicht so, wie wir das wollten, mit Zwischenfrüchten hantieren. Die sind meistens vertrocknet. Das hätte wahrscheinlich viel Zeit eingespart. Das ist immer wieder interessant. Zum Beispiel bei mir ist so die Beobachtung, dass es auch häufig so mit den Humusgehalten zusammenhing. Also ich merke wirklich die Probleme bei der Umstellung, was so die ersten 3-4 Jahre so nicht wollte. Das waren so die Böden mit sehr wenig Humus. Ja. So was so über 2% war, ging ein bisschen schneller. Ja, gut, klar, wenn du natürlich so einen Boden hast mit richtig Humus, richtig schwarz, der auch gut Wasser hält, da stellst du um und das kann also von einer Mulchsaat zu einer Direktsaat schon im ersten Jahr teilweise sehr gut funktionieren. Aber da ist jeder Boden ein bisschen anders. Ne? Ja, bodenbiologisch schätze ich das Ganze so ein, wer den Sprung kennt von
Flugsaat auf Mulchsaat und nimmt diesen Sprung ungefähr mal 10, dann ist man von Mulchsaat auf Direktsaat. Also es ist wirklich so extrem, das ist unglaublich, was da mehr passiert und was man, ich sag mal, direkt beobachten kann. Die Befahrbarkeit, das ist genau derselbe Faktor. Also einfach durch den besseren Wasserhaushalt sind die Böden viel, viel besser befahrbar, was man allerdings nicht ausnutzen sollte. Ich sehe das ähnlich. Ich denke mal zum Beispiel jetzt Wassererosion, Winderosion. Da können wir mit einer extensiven Mulchsaat schon viel erreichen. Aber was wir bei den ganzen anderen Sachen sehen, Tragfähigkeit, Bodenbiologie, was sich da bewegt, das ist ein ganz gewaltiger Sprung und das ist schon Hammer. In Sachen Erosion muss man ganz einfach sagen, ist die Direktsaat fast bei null. Was geht da noch mehr? Also ja, ich hab das mal grob mal so durchgerechnet mit der Bodenneubildung, kommen wir, glaube ich, auf einen positiven Faktor sogar. Mit der Kinseedüngung, seit wann bist du da jetzt so voll drin? Oder? Wir haben dies Jahr praktisch den Betrieb durch. Ich habe das 4 Jahre lang gemacht, das machen wir aufgrund der Fruchtfolge so. Die Bodenproben werden immer gezogen direkt nach der Ernte auf Zwischenfruchtflächen, so dass wir den ganzen Herbst und Winter Zeit haben, darauf rumzufahren und das auszugleichen. Die Kinseedüngung halte ich für sinnvoll. Das ist eine der wirtschaftlichsten Maßnahmen im Ackerbau. Ich mache die aber nicht komplett, weil wir viel organischen Dünger haben und zum Beispiel Phosphor und Kali wird bei mir nicht ausgeglichen. Der Rest wird gemacht und im Nachhinein, ich frage mich heute, wo die Vorteile herkommen. Also wir haben ungefähr die Hälfte Pflanzenschutzmittel eingespart. Liegt es an der Direktsaat? Liegt es an Kinsey? Ich kann es nur schätzen. Sehe ich ähnlich. Also ich meine, die Beobachtung habe ich ja auch so. Wir sind ja viel, viel niedriger, dass du so einen Bestand so mit kaum Fungiziden durchziehst. Das hatten wir früher nicht. Liegt es an dem einen, liegt es an dem anderen. Von der Herangehensweise bei mir war es ja zum Beispiel so, ich habe damals, glaube ich, einmal den kompletten Betrieb durchgeprobt und dann so geguckt, ja, wie kriege ich es jetzt eh wieder zwischen mit dem Aufdüngen. Aber ich mache es jetzt auch so. Ich werde immer nach dem Weizen, wenn die Zwischenfrucht da ist, zum Mais, da habe ich schön Zeit, da kann ich die Kalkung alles machen, die Nährstoffe, da mache ich nicht viel kaputt. Das denke ich mal auf Dauer eine gute Methode, dass man das so in die Fruchtfolge integriert. Gehen wir mal ein bisschen genauer auf die Vorteile ein. Was sind so für dich die Vorteile? Erstmal für dich persönlich, also Leben und so weiter, und betrieblich, also auch Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Maschinennutzung, Arbeit, Risikooptimierung, die ganzen Themen. Ich sag mal, der Hauptgrund, warum ich das angefangen habe, wie gesagt, ich habe Großbetriebserfahrung, war eigentlich die Überlegung, an den Produktpreisen können wir nichts machen. Wir müssen es also schaffen, den Betrieb wirtschaftlich genauso aufzustellen, dass die Kostenstruktur der eines Großbetriebs entspricht. Im Prinzip war das Ziel, irgendwo mit 120 Euro pro Hektar vom Ende der Ernte bis zur fertigen Aussaat zu kommen. Das war die Überlegung, einfach aus Risikogründen der Effizienz, Kostenreduzierung oder Kostenführerschaft ist immer das geringste unternehmerische Risiko. Deshalb ging das in den Weg. Also die Überlegungen primär waren eigentlich nicht, was hole ich damit raus an Wasserhaushalt oder Pflanzenschutz. Das hat sich alles im Laufe der Zeit eingestellt. Da habe ich von gehört, das haben viele erzählt, dass das so kommen wird. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich nur die Kosten einspare, geht es auch schon. Für mich persönlich, arbeitsmäßig ist es ein Riesenvorteil.
Die Arbeit verschiebt sich aber. Das ist weg von Maschinenarbeit hin zu mehr Arbeit. Man muss mehr rumgucken auf dem Feld, sehen und vor allen Dingen aufpassen, was in den Beständen los ist. Mäusekontrolle ist ein großes Problem. Schnecken ist bei uns eigentlich absolut beherrschbar. Also arbeitstechnisch ist das wesentlich ruhiger geworden. Was sich im Nachhinein eingestellt hat, ich sag mal, was vorauszusehen war, die Maschinenkosten, das ist ganz klar. Dieselverbrauch, ein Riesenfaktor, und Maschinenarbeitsstunden. Wir sind jetzt runter auf 2,2 Maschinenarbeitsstunden pro Hektar, inklusive einen sehr, sehr großen Teil organischer Düngung. Und da kann man wirtschaftlich schon mal nicht meckern. Also das 2,2 Maschinenarbeitsstunden pro Hektar, da also auch nochmal ganz sicher, damit die Lichtlandwirte es auch verstehen. Und vorher wart ihr etwa bei? Sechs Stunden. So, da muss man mal auch für die Umwelt diesen kompletten ökologischen Rucksack dahinter auch mal mitnehmen. Der Trecker, der hält ja nachher auch dreimal so lange, ne? Und muss nicht immer wieder ein neuer ran und Maschinenverschleiß und. Aber diese Beobachtung, was du sagst, das habe ich auch, das... Es geht so weg von den Traktoristen, was man ja in den neuen Bundesländern so typisch hat, aber hin mehr Planung und Kontrolle. Ne? Genau. Dass man da mehr nachguckt. Wo siehst du noch so die Vorteile für die Umwelt in dem System? Interessiert ja auch immer viele. Ich sag mal, erstmal umwelttechnisch, was betrieblich interessant ist, der Wasserhaushalt ist wesentlich besser. Die Speicherfähigkeit der Böden ist ein Vielfaches. Merkt man, wenn eine Trockenheit kommt, halten die Böden wesentlich länger durch. Der Temperaturhaushalt ist träger, das muss man so ein bisschen beachten. Wir sehen ein bisschen früher aus, sagen wir mal Getreide ungefähr 4-5 Tage eher, Raps ruhig eine Woche eher. Und ich sag mal, für die Umwelt ist es relativ einfach. Wir verbrauchen die Hälfte Pflanzenschutz wie vorher. Und die Düngereffizienz ist auch eine wesentlich andere. Durch fehlende Bodenbearbeitung ist die Nitratbildung herabgesetzt. Und Auswaschung ist in dem System eigentlich auch schwierig, sagen wir es mal so. Bei uns in der Gegend eigentlich fast unmöglich, weil wir unter 500 Liter Jahresniederschlag liegen. Da ist das sportlich irgendwas auszuwaschen. Ja, für die Umwelt, wenn man sich mal so einen Quadratmeter Direktsaatboden anguckt, was da drin los ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass es ein System geben soll, das in der Hinsicht Biodiversität oder Biomasse pro Quadratmeter auch nur in die Nähe kommt. So, und das ist immer so eine Sache. Ich sage immer, je mehr Natur oder je mehr Leben, desto besser ist das. Das ist relativ einfach. Und das bestätigt sich dann auch in den Erträgen. Also man findet das wieder, vor allen Dingen in Extremjahren. Bei den Erntemengen sehe ich das so, in normalen Jahren, denke ich mal, erntet man das gleiche wie konventionell bewirtschaftet, in Extremjahren, das heißt zu trocken oder zu nass, das ist bei uns eigentlich immer zu trocken, erntet man mehr, das ist so. Und das macht doppelt Freude, weil in solchen Jahren die Preise meistens gut sind. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das sehe ich ähnlich. Also bei uns ist ja noch ein ganz bisschen trockener als bei euch, nicht viel. Und die Böden, ja, zumindest im Schnitt, halten sie noch mal weniger. Also ich sehe es auch so, wir ernten im Schnitt ein bisschen mehr, in den trockenen Jahren deutlich mehr. Nur ab und zu passiert dann nochmal ein Managementfehler. Ne? Weil du probierst mehr, da kann einfach mal was schief gehen. Ne? Das ist auf der anderen Seite, aber dadurch, dass... Was du ja vorhin schon gesagt hast, dass wir die Kostenführerschaft da haben, weil wir so viel einsparen. Und ja, Diesel liegst du doch auch weit unter der Hälfte, schätze ich mal, wie vorher. Ja. Wie mal Daumen. Also meine Mutter, die hat früher immer gesagt, jeder Euro, den du nicht ausgibst, den musst du nicht verdienen. Ne? Das ist ja der einfachst verdienteste, D-Mark war es früher noch. Ne?
Da ist was dran. Ne? Könntest du dir nochmal vorstellen, dass du wieder eine Landwirtschaft mit Bodenbearbeitung machst? Einmal generell und auch einmal nur, wenn die gewinnen. Wir blenden einfach mal die ganzen Umweltvorteile und für den Boden, die blenden wir mal komplett aus, nur fürs Persönliche, Wirtschaftliche. Das wäre dann quasi die zweite Frage. Das ist platt zu beantworten. Was sich rechnet, wird gemacht. Wenn mich jemand überzeugen könnte, dass es ein System gibt, das noch effizienter ist, dann ja. Aber das wird sportlich. Also ich kenne bisher jedenfalls keins. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Problem ist auch, das haben alle Direktseher, man wird so ein bisschen zum Extremist. Das merke ich bei mir auch. Da gibt es kein Rechts und Links mehr, weil man von der Sache so überzeugt ist, dass man oft auch zu wenig woanders hinguckt. Aber selbst wenn man sich zwingt, jetzt zum Beispiel dieser Hype mit regenerativer Landwirtschaft, das ist top, aber sobald ich das Wort Fräse oder Oberflächenbearbeitung oder oberflächlich abschneiden höre, dann stellen sich meine Ohren zu, weil es ist ganz einfach, 70% der organischen Lebendmasse der Erde sind in den obersten 5 cm Boden. Wenn mir da einer erzählt, da musst du durchfahren, um irgendwas tot zu machen, dann soll er das glauben, ich tue es nicht. Ja, vor allem prozentual gesehen, anteilmäßig in den ersten 2 Zentimetern wahrscheinlich ja, mindestens 50%. Ne? Ja. Das ist ja schon massiv. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es Systeme gibt, die vielleicht in der Gesamtproduktivität und so weiter besser sind, mit weiß nicht, ob es ein Aquaforst ist, ob es ein Eswald ist, was auch immer. Aber wenn wir jetzt mal rein bei der großflächigen Landwirtschaft bleiben, weil wo willst du all die Leute hernehmen, die Arbeit machen sollen? Ja. Die sind ja auch nicht da. Fällt mir auch nichts Besseres ein. Du hattest ja vorhin noch gesagt, dass du recht viel organisch düngst. Das wäre vielleicht nochmal gut, dass wir ein bisschen die Lanze für den organischen Dünger vielleicht nochmal brechen. Auch gerade was das Thema Nitrat, Nitratauswaschung angeht. Ich glaube, da ist auch sehr viel Falsch- oder Halbwissen unterwegs. Denke ich auch. Also ich mache fast alles, oder was ich kriegen kann, organisch. Stickstoffdünger wird ein bisschen ergänzt. Phosphor, Kali eigentlich so gut wie gar nichts mineralisch. Wir haben uns angewöhnt, nur in grüne Bestände zu fahren. Düngen eigentlich nur mit Kopfdüngung, wir haben einen eigenen Streuer. Das heißt, im Frühjahr fährt er ins Getreide, macht Kopfdüngung. Bei Raps ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt alles rotes Gebiet. Das heißt, wir können im Herbst nur noch bedingt Gülle ausbringen und machen den Raps deswegen jetzt wieder in Strip-Till. Ist bearbeitungstechnisch oder bodenbiologietechnisch ein Rückschritt. Aber es ist die einzige Möglichkeit, den Stickstoff, den wir zur Verfügung haben, effizient zu nutzen. Wie in so einem System Nitrat entstehen soll, ist mir ehrlich gesagt ein chemisches Rätsel. Die Boden oder für Nitratentstehung braucht man anaeroben Boden, möglichst hohe Bodentemperaturen. Beides ist in Direktsaat eigentlich ausgeschlossen, das funktioniert nicht, jedenfalls nicht in unseren Klimaten. So, wenn ich also Nitrat ins System reinbringen will, muss ich das von außen tun, in Form von Nitratdünger. Haben wir nicht zur Verfügung. Wir haben nur Gärrest aus Biogasanlagen, der ist quasi nitratfrei. Wir haben auch Champignon-Kompost zur Verfügung. Der ist komplett frei von Ammonium und Nitrat. Das ist rein organisch gebundener Stickstoff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht hat es unser Chemieprofessor vergessen. Keine Ahnung. Wobei der eigentlich viel wusste. Richtig. Wie gesagt, konnte mir auch noch keiner erklären. Man macht sich da manchmal ein bisschen unberühmt mit solchen Fragen. Aber
Ich brauche das nicht zu fragen, die Effizienz passt. Und das ist die Hauptsache. Solange wie die Effizienz passt, muss ich am System nichts ändern. So, und wie gesagt, dadurch, dass wir nur Kopfdüngung fahren und alles in grüne Bestände ausbringen, sind eigentlich die Ausbringverluste zu vernachlässigen und die Effizienz ist einfach da. Genau, weil solange wie die Effizienz passt, heißt ja, wir haben wenig Verluste. Richtig. Und das ist ja was von allen Seiten so gewollt ist. Ich kenne auch so eine Studie vom Walthamstow Institute in England. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber es kam bei denen jedenfalls raus, die organisch gedüngten Bestände oder großteils organisch gedüngten Bestände, die Auswaschung, die waren echt minimal. Was ich noch so ein bisschen sehe, ist, dass die ganzen Düngergesetze, die wir haben, das passt so, das mag vielleicht so sinnvoll sein oder mehr oder minder in einem Bodenbearbeitungssystem, aber in der Direktsaat halt so gar nicht, weil diese Winterauswaschung, die haben wir einfach nicht. Bei uns ist ja mehr die Kunst, wie kriegen wir den Dünger, wenn wir ihn oberflächlich ausbringen, in den Boden rein. Richtig. Und das zu einer Zeit, wo wir möglichst wenig Ausgasung haben, also wenn es kalt ist. Genau. Das heißt, eigentlich müssen wir es im Winter ausbringen, genau in diesen paar Monaten, wo wir es nicht dürfen. Ist so. Oder ziemlich nah an denen dran. Also eigentlich müssen wir entweder kurz davor oder kurz danach sehr knapp dran sein. Ich halte eigentlich die gesamte Düngeverordnung für ausgemachten Quatsch. Man könnte das auf einen Satz reduzieren. Die Bilanz im Schnitt von 5 Jahren von mir aus darf meinetwegen 30 Kilo nicht überschreiten. Damit ist alles gesagt und dann muss jeder selbst entscheiden, wie er es macht. Und ich denke, jeder kennt seine Bedingungen und macht das dann effizient. Wobei diese Diskussion in meinen Augen sowieso völlig über ist, weil aufgrund der Nährstoffpreise wird sich im Moment, glaube ich, niemand in die Lage versetzen, irgendwie auch nur 1 Kilo Dünger zu verschwenden. Das liegt finanziell gar nicht drin. Ja, ich meine, das ist natürlich dann nochmal jetzt ein großes Fass, was wir da aufmachen, die ganze Bürokratie dahinter, die ganzen viele, viele Zeit, Formulare auszufüllen, die am Ende eigentlich gar nicht viel bringen, nicht viel bewirken. Ich seh das genauso in meinen Augen. Es gehört eine Hoftorbilanz, gehört dahin. Genau. Die macht die wenigste Arbeit. Der Landwirt kennt seine Bedingungen vor Ort. Wir dürfen nicht dieses zentralistische Organisierende haben. Das muss wieder zum Dezentralen hin, dass der vor Ort ist, der es kennt, dass der das entscheidet, was am Ende ist. Diese Hoftorbilanz, von mir aus darf die relativ streng sein. Die soll auch von mir aus gut kontrolliert werden oder wie auch immer. Aber dass wir diese Zeit von diesem vielen Quatsch, den wir da machen müssen, da ist ja wirklich sehr vieles Quatsch von, und führt auch zu nichts. Das muss eigentlich weg, aber gut, das sollte eigentlich jetzt gar nicht Thema von dem Video werden. Aber werden wir nicht schaffen. Das ganze Thema Diversität, was machst du da bei dir am Betrieb? Also Fruchtfolge, Zwischenfruchtmischung, machst du was mit Untersaaten, hast du mal Mischkulturen probiert? Was von den Sachen aus diesen 5 Principles, sage ich jetzt mal, machst du da noch? Ich habe eigentlich eine relativ stumpfe Fruchtfolge. Es gibt keine Selbstfolgen. Ich sage mal so ein klassisches Beispiel: Raps, Weizen, Mais, Gerste. Ist so ein Klassiker. Das klappt nicht. Silo-Mais. Das klappt nicht immer, aber wie gesagt, Selbstfolgen vermeide ich. Das klappt auch nicht immer zu 100%, aber ich sage mal zu 95% klappt das eigentlich. Das ist natürlich von Standort zu Standort verschieden. Ich habe das Glück, dass ich Mais einbauen kann. Wenn ich den Mais in der Fruchtfolge nicht hätte, hätte ich ein wirtschaftliches Problem. Das ist schon so. Wie gesagt, das habe ich nicht. Dadurch ist soweit erstmal alles gut. Ja, Untersaaten ist bei uns ein schwieriges Thema. Aufgrund der Trockenheit fallen die einfach zu oft aus. Das ist zu unsicher. Ich würde es gerne machen, mal was mit Weißklee oder vielleicht auch Luzerne, aber dazu braucht man ein feuchtes Jahr, sonst überstehen die das nicht.
Das ist so ein bisschen das Problem. Mischfrüchte wäre so ein Wunschthema. Da spielt aber oft der Handel nicht mit. Also gemischt nehmen die es schon mal gar nicht an. Wenn, braucht man wirklich leistungsstarke Reinigungstechnik, um zum Beispiel ein Gemenge aus Weizenbohnen oder Weizenerbsen zu trennen. Wäre für Diversität und nochmal das Bodenleben zusätzlich anschieben, mit Sicherheit ein Punkt, der nochmal richtig was bringt. Diversität ist für das Bodenleben extrem wichtig, für die Bodengesundheit und vor allen Dingen für die Folgefrucht. Also bei Selbstfolgen sind Krankheiten vorprogrammiert. Mais verzeiht das ist so, aber das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck sein, dass man eine Vorfrucht für Mais, für Zweitfruchtmais oder einen zweiten Mais verschwendet. Da wächst Getreide wesentlich besser nach. Ja, um weiter Diversität reinzukriegen, die Zwischenfrüchte, die angebaut werden, das ist eine Eigenmischung aus 16, ich glaube letztes Mal waren es 18 Arten. Also so divers wie möglich wird ausgesät. Irgendwas fällt immer aus. Ganz einfach aufgrund Trockenheit oder Bedingungen. Irgendwas hat immer so ein bisschen die Dominanz. Das habe ich noch keine Struktur reingekriegt, wann und wie das so ist. Aber wie gesagt, ausgesät werden 16 bis 18 Arten. Und danach merkt man eigentlich, dass im Boden richtig was rund geht. Was mich daran wirklich stört, wie gesagt, wir sind im Trockengebiet. Das Problem bei uns sind Mäuse. Und man ist teilweise gezwungen, eine Zwischenfrucht sehr, sehr früh abzutöten, aufgrund der Mäuseproblematik. Das ist extrem ärgerlich. Dann liegt der Boden da, wird nicht mit Wuchswurzelexudaten verseucht und das Bodenleben dümpelt im Prinzip vor sich hin. Also organische Masse ist da, aber eben nichts Grünes, was den Boden mit Exudaten verseucht. Ist wirklich schade. Wenn man die Effekte kennt, die daraus resultieren, stört einen das gewaltig. Aber es ist halt nicht anders möglich. Ja, das wird quasi so ein bisschen was Positives, was wir machen könnten für den Boden, für die Umwelt, irgendwo verhindert, weil uns bei den Mäusen da auch teilweise die Möglichkeiten fehlen, dann auch anders groß was zu machen. Ja? Oder vielleicht schon vorher was zu machen. Ja. Gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen im Detail jetzt mal so die einzelnen Sachen durch. Was hat sich bei der Saat verändert bei dir? Was hat sich bei der Düngung verändert? Also jetzt rein auf die Direktsaat bezogen. Oder? Aussaat, wie gesagt, bei Getreide 4-5 Tage eher. Raps ruhig eine Woche eher. Das kommt aber darauf an, wenn der praktisch in Striptil gestellt wird und hat Gülle unter Fuß, muss man vorsichtig sein, dass der nicht überwächst. Aber im Prinzip Raps eine Woche eher, Getreide 5 Tage eher, das ist schon so. Also die Direktsaatböden sind, ich sag mal, insgesamt ein bisschen träger. Der Start ist verhaltener, aber dafür gibt der Boden eigentlich bis zum Schluss Nährstoffe ab. So verstehe ich das unter träge. Düngung hat sich eigentlich nichts Grundlegendes verändert. Bei uns wird immer früh gedüngt aufgrund der Trockenheitsproblematik. Alles, was wir früh düngen, können wir sicher sein, das kommt noch an. Was später, ich sag mal ab März, Mitte März fällt, weiß man nicht genau, ob es ankommt. Deswegen sehe ich davon ab. Ansonsten hat sich das nicht groß verändert. Wie gesagt, in Direktsaat, wenn ich einen nassen Standort hätte, würde ich auch dazu tendieren, einfach ein bisschen eher anzudüngen, die Düngergaben ein bisschen eher zu geben, weil der Boden halt träger ist, auch das ist einfach temperaturträge, dadurch ist er ein bisschen nährstoffträger, dann gleicht das eigentlich das Ganze aus. Ansonsten ist da meiner Meinung nach nichts weiter zu beachten, das hat keine Schwierigkeiten gemacht in puncto Düngung. Mineralische Unterfußdüngung, da wo sie erlaubt ist, wie siehst du sie und wie siehst du die von Seiten der Düngeeffizienz?
Düngeeffizienz ist einfach. Was man im Herbst düngt, wenn es nicht übertrieben ist, kann man im Frühjahr einfach abziehen. Das bleibt erhalten, da wäscht nichts aus. In der Übergangsphase rechnet sich das auch. Nach 2-3 Jahren merkt man eigentlich keinen Effekt mehr. Und das war bei mir sowieso nie ein Thema aufgrund der organischen Düngung. Da ist der organische Endpool eigentlich so groß, dass man auf die Unterfußdüngung im Herbst, ja, das bringt nichts. Da passiert nichts. So, zudem ist es verboten auch noch. Ich bin froh, dass ich es nicht brauche. Gut, wir dürfen es ja nur noch bei wenigen Früchten, ne? Ja. Also ich sehe es auch so, dass es, sag ich mal, am Anfang in der Umstellung ist es eine Versicherung, sage ich mal so. Vor allem, wenn man jetzt nicht so wahnsinnig viel Organik hat. Mit der Zeit merkt man kommt immer mehr Richtung homöopathische Mengen. Richtig. Wo man vielleicht noch ein bisschen die Feuchtigkeit ranzieht. Doof ist halt nur, ja, bei den meisten Früchten oder auch nach den meisten Früchten darf man es nicht mehr. Ne? Ja. Pflanzenschutz. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal so ein bisschen. Kannst du das vielleicht so ein bisschen so quantifizieren? Was würdest du sagen, wie weit bist du mit den Insektiziden Pi mal Daumen prozentual runter? Das Gleiche für die Fungizide, für die Herbizide. Ich kann das schlecht quantifizieren. Wir hatten trockene Jahre. Ich habe, oder was heißt, diese Umstellungsphase lief voll in diese Trockenjahre rein und habe eigentlich gedacht, dass ich weniger verbrauche aufgrund der Trockenheit. Letztes Jahr war das Frühjahr aber durchwachsen. Da hätten Krankheiten kommen müssen. Man hat auch immer dran rumgeguckt, aber es kam bei vielen nichts. Es kam bei einigen was, das ist so, aber ich sage mal, dass ein Bestand von der Aussaat bis zur Ernte fungizid- und insektizidfrei durchgeht, habe ich vorher eigentlich nicht gekannt. So, Insektizide kann ich schnell abhaken. Da haben wir nur ein Problem, das ist der Raps. Im Herbst Raps-Erdfloh und der Glanzkäfer. Das macht Probleme. Alles andere im Getreide oder auch in Rüben habe ich die letzten 4 Jahre eigentlich nichts eingesetzt. So, und wie gesagt, ich habe das zuerst auf die Trockenheit geschoben, aber im Großen und Ganzen muss das damit zusammenhängen. Weil letztes Jahr hätte es anders kommen müssen, aufgrund der Witterung. Herbizide, was schätzt du da, grob? Herbizide hat sich verschoben. Spezialherbizide brauchen wir nicht mehr, also wir kommen mit einfachen klar. Glyphosat ist immer ein Thema, ich setze es gerne ein. Das ist einfach eine Versicherung und vermeidet mir hinterher die Spezialherbizide. So, das ist sehr verträglich. Man merkt von dem Glyphosat in der Kultur nichts. Im Gegensatz zu Spezialherbiziden gegen Gräser, die kosten bis zu 10% Ertrag. Das kommt ein bisschen auf die Bedingungen an, aber das ist für die Kultur nicht ganz einfach wegzustecken. Insgesamt würde ich sagen, hat sich das bei den Herbiziden relativ wenig getan, nur dass wir die Spezialherbizide nicht brauchen. Das sind, ich sag mal, geringe Einsparungen. Also wir hatten vorher so ein bisschen Probleme mit Trespe und auf leichten Boden und Fuchsschwanz auf schweren. Das ist eigentlich durch die Direktsaat komplett Geschichte. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit durch die Fruchtfolge. Ne? Wird auch ein Thema sein, aber ich denke auch hauptsächlich, weil es Lichtkeimer sind. Und die haben ja in dem System eigentlich verloren. Ja. Ich sehe es auch so ähnlich. Also das ist ja bei uns, wenn ich so gucke, klar, du hast das Glyphosat, du ein MCPA, teilweise noch die ganzen alten FOPs, je nachdem, welche Kulturen gerade da sind. Es wird relativ einfach. Und diese neueren, teureren Mittel, ich erkläre das immer gerne so, die alten Mittel, die sind ja chemisch sehr einfach aufgebaut, genau. Dass es irgendwie irgendwas zwischen einem Wasser und vielleicht ein Gas trifft es jetzt vielleicht nicht, aber relativ einfach. Und die neuen Mittel, das sind ja solche komplexen Moleküle, die kann man sich ja schon fast wie einen Kunststoff vorstellen, um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Die Mengen sind zwar geringer, aber wir haben da was wahrscheinlich gar nicht so schnell sich abbaut. Ne?
Und wenn wir jetzt ein Glyphosatverbot kriegen, dann brauchen wir diese anderen, diese Plastiksachen viel, viel mehr. Da sehe ich eine große Gefahr, oder wie siehst du das? Ich halte es für ein Riesenproblem, weil ja, je einfacher die Moleküle gestrickt sind, desto einfacher sind sie zu knacken vom Bodenleben. So ist ja auch nachgewiesen, Direktsaatboden baut, ich sag mal, Pflanzenschutzmittel wesentlich schneller und effizienter ab als in Anführungsstrichen toter Boden. Was das letztendlich ausmacht, weiß ich nicht. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das besser sein soll, mit so hochgestrickten Molekülen daran zu gehen und zu hoffen, dass der Boden das schon irgendwann richtet. Schwierig. Ja, und das nächste ist ja noch, es ermöglicht uns ja ein System, wo wir ja schon, wie gesagt, kaum noch Insektizide und Fungizide brauchen. Und das sind ja die Mittel, die ja eigentlich eher später auf die große Pflanze kommen, also nahe der Ernte. Richtig. Und hingegen die ganzen selektiven Mittel, das ist ja, wenn die Pflanzen noch klein sind, da ist ja eine Ähre noch gar nicht in Sicht. Richtig. Und das Roundup, da ist ja die Pflanze noch gar nicht in Sicht, weil sonst wäre sie tot. Genau. Ne? Also sie kommt da ja mit nicht direkt in Kontakt. Glyphosat ist sehr einfach zu knacken. Ne? Ja. Ne, ich meine, da sind wir uns, denke ich mal, ja alle einig, so eine Vorerntesegration, die gehört verboten. Sie ist ja indirekt in Deutschland durch den bürokratischen Aufwand ist sie verboten. Ja. Es gehört nicht auf versiegelte Flächen. Und ja, das sind, denke ich mal, die entscheidenden Punkte. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Richtig. Bei der Düngung, was schätzt du da ein? Was brauchst du da ungefähr weniger? Wie viel Effizienz hast du da jetzt schon raus? Das ist schwieriger zu beantworten, aber ich denke zwischen 10% und 25% Stickstoffdünger werden eingespart. Bei den anderen Nährstoffen, das ist ganz einfach Entzug. Ja. Und vor allem, du bist ja jetzt noch am Anfang, sag ich mal, der richtige Direktsaat. Ne? Richtig. Vorher war ja wirklich noch Übergangsphase. Ne? Ja. Wobei auch das Gemeine daran ist, dass Humusaufbau extrem viel Stickstoff braucht. Ne? Ja, das merkst du gerade in den ersten paar Jahren. Richtig. So, und aber wie gesagt, bei den anderen Nährstoffen, das ist ganz einfach Entzug. Stickstoff ist, ja, das ist der Stoff des Lebens, ne? Ja. Im Boden. Und der lebt und der ist manchmal schwer zu kalkulieren, gerade was Organik angeht. Dann die weiteren Schädlinge. Wir hatten es ja vorhin schon öfter, Mäuse, Schnecken, vielleicht noch Wildschweine ist vielleicht noch ein Thema. Generell Wildfraß. Jetzt nicht vom Schadgedanken her, aber was sind da so die Schäden? Schäden haben wir eigentlich keine gehabt, aber es ist komischerweise zu beobachten, dass die lieber irgendwie auf meinen Flächen rumhocken. Solange wie die keinen Schaden machen, ist mir das relativ egal. Aber das ist schon zu beobachten. Das ist ein Indikator. Richtig. Würde ich sagen, ne? Wir sind natürlich auch ein Gebiet, wo, ich sag mal, wo die Wilddichte nicht so groß ist. Aber es ist schon zu beobachten, das sieht man. Zum Thema drohendes Glyphosatverbot. Siehst du Alternativen? Wenn ja, taugen die was? Was machen wir, wenn es wirklich verboten wird? Alternativen. Ich sag mal, diese Elektroherb-Geschichten kann ich mir weder schön rechnen noch schön denken. Rechnen nicht, weil da 40 bis 50 Liter Diesel für den Generatorstrom bei draufgehen. Das kann nicht das Ziel sein. Ich sag mal, da habe ich es auch für geflücht. Das ist ein Irrsinn, ein Witz eigentlich. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass das unschädlich am Bodenleben vorübergeht. Das kann eigentlich nicht sein. Also der Elektroschock geht ja durch die Pflanze bis in die Wurzelspitze. Die Wurzelspitzen sind weit tiefer als diese 5 bis 10 Zentimeter. Die gehen runter bis 2 Meter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das fürs Bodenleben ohne Spuren vorübergeht. Das kann nicht sein. Zudem ist zu beobachten aus Versuchen, dass es nach diesem Elektroherbverfahren einen richtigen Stickstoffschub gibt. Das bestätigt das eigentlich. Wenn ich das Bodenleben in der Oberfläche grille, dann steht das als Dünger zur Verfügung.
das bestätigt eigentlich, dass da das Bodenleben gegrillt wird. Deswegen sehe ich von der Möglichkeit erstmal ab. Ja, weil von den Pflanzen kann es ja eigentlich nicht so schnell kommen. Dann würden wir das ja beim chemischen Abtöten auch so sehen. Richtig, dann hätten wir das beim chemischen, den Schub genauso. Den haben wir aber nicht. Das geht schön geregelt, langsam. Dem Abbauprozess, wie es die Regenwürmer reinziehen, steht zur Verfügung. Das ist da nicht zu beobachten. Also ist das Thema eigentlich für mich vom Tisch. Gibt andere Sachen. Pelargonsäure ist in meinen Augen noch anwendungstechnisch und preistechnisch uninteressant, könnte aber eine Alternative werden. Ja, alles andere steckt in Kinderschuhen. Ne? Irgendein Zuckermolekül wurde gefunden, was Glyphosat ersetzen könnte. Ob das geruchstechnisch in den oder im Anschluss ans Glyphosat zur Verfügung steht, steht in Sternen. Und dann ist wirklich die Frage, was macht man? Dann wieder anfangen mit Bodenbearbeitung. Das, ich sag mal, wer dieses System kennt und mitgemacht hat, was da im Boden passiert, der geht nicht zurück auf Bodenbearbeitung. Die Alternative ist Ersatzherbizide. Ich hoffe, dass da irgendwas in der Richtung zugelassen wird. Ansonsten ist man wirklich zu Bodenbearbeitung gezwungen. Und das wäre für mich persönlich eine Katastrophe. Ja, und ich sag mal, wenn wir da jetzt anfangen würden, uns da irgendwo zig selektive Mittel nachher zu nutzen, wir dürfen es ja vorher, dürfen wir es ja gar nicht nutzen, häufig erst ab EC sowieso, da ist ja schon viel zu spät. Und ja. Aber selbst wenn man das noch hinkriegen würde, dann verschießen wir uns ja die ganzen Mittel mit den Resistenzen mit der Zeit noch. Ne? Da sehe ich nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem fängt an, wenn wir zurückgreifen auf die Selektiven, die oder der Gesetzgeber sagt, so, das Glyphosat haben wir nicht mehr, ihr dürft die Selektiven dafür eher einsetzen. Dann geht es schon los, dass die Abbaubarkeit im Boden ein viel größeres Problem darstellt als das Glyphosat. Genau. Wird, glaube ich, von vielen völlig unterschätzt, das Thema. So, zudem fehlt ein Resistenzpartner. Ja. Genau. Die Nebenwirkung, der Resistenzpartner fehlt ganz einfach. So, und in Gebieten, die sowieso schon mit hohen Resistenzlasten zu tun haben, ist das der Fangschuss, ganz einfach. Das, ich sag mal, die kommen ja so schon nicht klar. Und wie soll das dann gehen ohne Glyphosat? Ja, und wenn du dann vielleicht nochmal ein Trockenjahr hast, dann geht es bis zur Folgefrucht auch nicht mehr weg. Richtig. Das sollte ja eigentlich schon mal klar machen, okay, diese Mittel, das ist diese Theorie, die wir vorhin hatten mit den komplexeren Stoffen, die bewahrheitet sich daher. Das Glyphosat, das ist innerhalb von kürzester Zeit zum Großteil abgebaut. Da hat die Kultur selber, wenn man jetzt nicht totalen Quatsch macht, keinen Schaden von. Und die anderen Mittel, das haben wir ja schon manchmal beobachtet, gerade die Trockenjahre, du siehst es in der Folgefrucht. Und genau. Dann kannst du auch, dann weißt du auch langsam nicht mehr, welche Fruchtfolge will ich noch machen, welche kann ich noch machen. Und ich sag mal, auf anderen Kontinenten, da ist ja vielleicht nur das Reglone oder Vergleichbares noch erlaubt. Da können die wenigstens einen Teil mit erreichen, wenn auch nicht alles. Aber wir haben ja schon nur noch so wenig Herbizide in Europa im Vergleich zu Australien, Amerika etc. Da ist das ja wirklich unsere letzte Methode, die wir noch haben, sage ich mal so. Sehe ich auch so. Das wird die Resistenzen extrem verschärfen. So, und regional zu Riesenproblemen führen, die bisher mit nichts gelöst werden können, muss man ganz klar sagen. Dann würde ich doch sagen, hoffen wir mal, dass bei unserem Gesetzgeber Vernunft einkehrt und dass es für konservierende Systeme erhalten bleibt, vielleicht mit einer Mengenbegrenzung, was man pro Hektar und Jahr kaufen darf, wo der Landwirt dann selber sagen kann, okay, hier ist es nötig, hier brauche ich jetzt wirklich mal die 2 Liter, hier ist es nicht nötig, hier komme ich auch mit einem oder weniger aus. Das ist am besten mit möglichst wenig Bürokratie. Hat sich doch von alleine geregelt, der Preis hat sich verzehnfacht. Da brauchen wir im Moment überhaupt gar keine Regel für. Jetzt im Moment nicht, wer weiß, wie sie da in 2 Jahren aussieht. Ne?
Ich sehe es ansonsten genauso. Die meisten Dinge würden ohne Regeln funktionieren, rein über den Markt. Aber naja, aber hoffen wir mal, dass da eine gewisse Vernunft wieder einkehrt, eine gewisse Realität. Richtig. Ja. Wenn du jetzt heute, sag ich mal, ein Junior wärst, der einen Betrieb bald übernimmt, weil die Fragen, die habe ich sehr häufig, und stehst davor, so ein Betrieb, der hat vielleicht gerade noch gepflügt oder tief gegrubbert. Wie würdest du heute anfangen? Was würdest du machen, auch unter dem Gesichtspunkt einer relativ unzurechenbaren Politik? Ich denke, ich würde denselben Weg gehen. Ganz einfach aus den Vorteilen heraus, die da zustande kommen. Der einfachste Weg meiner Meinung nach ist nach der Ernte beispielsweise von Weizen sofort eine Zwischenfrucht einzudrillen in Direktsaat. So, und in dieser Zwischenfrucht weiterzuarbeiten, so beispielsweise mit Mais, erstmal ins Strip-Till. So, wenn der da erstmal ins Strip-Till steht, das ist, denke ich mal, zu Anfang die sichere Methode, kann man nach dem Mais in Direktsaat weitermachen. So, wenn man das 4 Jahre macht, also wenn der Mais alle 4 Jahre steht, hat man den Betrieb auch nach 4 Jahren umgestellt. Da irgendwas zu überstürzen und zu sagen, ja, ich will aber, jetzt steht die Maschine darum, ich will aber in 2 Jahren alles in Direktsaat machen, würde ich nicht machen. Das Risiko ist zu hoch. Vor allem, dass die Lernkurve, die muss dann zu steil gehen. Und wenn man da irgendwie was verbockt, Rückschläge hat, dann sagt man ganz schnell wieder, das System ist schuld, das System ist kacke, ich mach's nicht mehr. Wobei, wenn man ein bisschen Zeit hat und mit einer Frucht anfängt, dann kommt die zweite dahinter, dann kann man noch ein bisschen lernen und reagieren und sich Gedanken machen. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn in Direktsaat was schiefläuft, ertragsmäßig, hat das immer Gründe. Da muss man genau gucken, woran hat das gelegen. Das liegt nicht an der Direktsaat. Meistens sind das Ernährungssachen, Mineralisierungssachen, aber es hat immer einen Grund, den man auch findet. Und das, ich kann auch jedem nur einen Tipp geben: Vergesst alles, was ihr gelernt habt, und seid bereit, auf dem Acker mit den Augen zu lernen. Das ist das Wichtigste. Das trifft es, denke ich mal, sehr, sehr gut. Vergesst das bisher Gelernte. Das habe ich auch sehr stark bei mir gemerkt. Und es ist auch teilweise, man hat eigentlich dieses Wissen, worauf man achten muss. Und dann, man fängt nachher an und es geht was schief. Halt das im Hinterkopf. Man guckt sich irgendwann später nochmal die einfache Liste vom Rolf Derf, guckt sich nochmal an und denkt, verdammt nochmal, stand geschrieben. Ja. Ich hätte es wissen müssen. Ne? So, und die Natur ist komplex, aber doch einfach. Mit Beobachten findet man viel, wo man denkt, ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, aus Logik heraus. Mhm. So, aber wie gesagt, Wissen oder falsches Wissen ist oftmals ein Stolperstein. Definitiv. Da würde ich schon fast sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest. Nee, alles gut. Alles klar. Ja, Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe mal, die Zuschauer konnten was mitnehmen, was lernen. Oder was heißt, ich hoffe mal, ich bin mir sicher, die konnten was lernen. Und dann an die Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.